Fluggerätemechaniker Marc Schröder und seine Kollegen im Cockpit arbeiten für die Emdener Firma Heliservice. Im Auftrag von Windkraftanlagenbetreibern fliegen sie Arbeiter zu den Offshore-Windparks in der Nordsee. Doch die Crew verbringt nicht nur im Helikopter viel Zeit zusammen, sondern auch vor Dienstbeginn, denn sie wohnen zusammen. What's the plan for today? Luftfahrtingenieur Bruno Morgado ist einer von insgesamt 38 anderen Kollegen bzw. Mitbewohnern von Marc Schröder, die in der von ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Unterkunft, dem sogenannten Helihaus, leben. Ja, jeder Einzelne wohnt dann hier im Helihaus, solange er seinen Dienst hier hat in der Firma. Und das ist unterschiedlich, welchen Schichtrhythmus man hat. Aber meistens sind es so im Schnitt 2 Wochen. Kollege Bruno Morgado lebt eigentlich in Lissabon und kommt für jeweils 3 Wochen zum Arbeiten nach Emden. Die Kosten für sein Apartment im firmeneigenen Haus übernimmt zu 75% sein Arbeitgeber. Der 37-Jährige selbst zahlt 24 Euro die Nacht. Es ist günstiger als eine Unterkunft zu mieten. Hier im Helihaus hat man alles. Essen, Internet, ein Fitnessstudio, eine Küche, einfach alles. Everything you need. Neben dem hauseigenen Fitnessstudio gibt es auch einen Kickerraum, in dem der Portugiese sich mit seinem Mitbewohner Marc Schröder vor Dienstbeginn noch ein Duell liefert, das auch bei der Arbeit später noch Thema sein wird. In der Pause oder so poppt das bestimmt ganz nochmal wieder hoch und ja, vielleicht die letzte Revanche nochmal am Abend. Die Arbeitskollegen rund um die Uhr um sich zu haben, stört den 30-Jährigen nicht. Es ist ja auch mal schön, dann sich ein bisschen austauschen zu können, gerade nach dem Dienst, seine Freizeit dann zusammen zu genießen. Und jeder, der für sich sein möchte, kann auf sein Zimmer gehen. Der Bau der XXL-Firmen-WG vor 3 Jahren ist für ihren Chef, Oliver Freiland, eine Investition in mehr Mitarbeiterzufriedenheit. Wenn Sie an einen Ort gehen, wo Sie wissen, ich arbeite dort nicht nur und die Firma ist schön, sondern ich bin auch abends gut aufgehoben, ist es natürlich eine völlig andere Grundstimmung. Und diese freundschaftliche Grundstimmung macht sich auch bei der Arbeit im Helikopter bezahlt. Mit den beiden Piloten lebt Marc Schröder im Helihaus. Sie vertrauen sich. Und Vertrauen ist essentiell. Denn als sogenannter Hoist Operator muss der 30-Jährige auch schon mal während des Fluges die Tür aufmachen. Ich bin verantwortlich für den ganzen Teil, der hinten in der Kabine passiert. Wir fliegen die Teams raus, offshore auf die Windkraftanlagen und seilen die Teams, die Mechaniker ab auf die Windkraftanlage und auch deren Ausrüstungen. Heute macht die Besatzung aber nur eine Platzrunde für unsere Kamera. Dabei werfen sie auch einen Blick auf ihre gemeinsame Unterkunft, das Helihaus, in dem sie schon heute Abend wieder gemeinsam Zeit miteinander verbringen werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt's noch mehr Nachrichten aus eurer Region montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und wenn ihr wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet auf jeden Fall ein oder schaut euch hier auf unserem YouTube-Kanal um und lasst vor allem auch ein Abo da.